Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Im Hintergrund seht ihr gerade ein Replay-File. Wir sind nämlich in der Runde auf einen Hacker getroffen, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel erkennen konntet. Das hier vor uns sind noch nicht die Hacker. Ich kann ja auch mal ganz schnell die Schadenseffekte anstellen. Oh, sind schon an? Okay, ja genau. Ja, ganz normale Gegner. Nichts Besonderes. Waren auch ziemlich easy zu klappen. Allerdings werden wir im späteren Verlauf mit eigentlich ganz akzeptablen Waffen, kann man sich jetzt nicht drüber beschweren, werden wir gekillt, was tatsächlich ziemlich unverdient ist. Jetzt nehme ich mal etwas Vorsprung. Ihr seht schon, wir werden sterben. Und zwar hier in der Fabrik. Wir gehen ganz normal herum, dann links auf einmal ein Gegner. No Skin mit Granatwerfer ist jetzt nichts Besonderes. Versteckt hinterm Stein, wisst ihr eigentlich schon, der kann nicht allzu gut sein. Bisher ist auch noch nichts passiert. Sein Mate habe nicht gesehen. Wusste nicht, wo er genau ist. Meine Stinky, den er müssen rauslocken. Hat auch schon ordentlich Damage bekommen. Die war Damage selbst. Na, der Selbsthit. War jetzt nicht allzu schlimm. Aber dann einfach ein Double Headshot. Da denken wir uns auch schon nur so. Ja. Ist gut. Wir switchen jetzt mal in die Ansicht vom Mate rein. Den könnt ihr gerne auch mal auschecken auf YouTube. Editiert auf. Instant auch wieder Headshot. Dachten wir uns schon so. Das kann nicht ganz so eventuell mit richtigen rechten Dingen zugehen. Hier, sein Mate wurde auch schon gekillt. Was habe ich jetzt gemacht? So, natürlich so rum. Gucken, ob ich ein bisschen zurückspulen kann. Kann ich tatsächlich. Weißt du nicht ganz, wie weit ich zurückspulen kann? Okay, da geht's nicht mehr. Können nur hier. Hingehen auf die Stelle hier und dann auf sein Mate gucken. Hier nochmal aus seiner Ansicht. Er schon 5 Kills. Kann man machen. Wie man sieht, nichts Spezielles. Mal ein bisschen Granatwerfer-Action. Passt schon alles. Nichts Besonderes. Shots bekommt ich hier ab. Und dann werde ich gleich von ihm gekillt. Man sieht, der war nicht mal richtig drauf. Wenn man ein kleines bisschen jetzt zurückspult wieder, sich das Ganze hier anguckt. Warte. Bisschen weiter zurückspulen. Da müsste es irgendwo sein. Ich werde das Ganze mal etwas langsamer machen. Damit man das Ganze ein bisschen betrachten kann, jetzt so. Auf der Geschwindigkeit. Sieht jetzt noch nichts allzu Spezielles. Ich laufe da oben herum. Klar, war ein bisschen Open Field. Ich hätte mich vielleicht zubauen können. Alles gut. Aber mit dem so instant. So instant einfach drauf. Kompletter Quickscope Double Headshot. Da dachten wir uns auch schon so. Irgendwie. Kann das so wirklich nicht ganz mit rechten Dingen zugehen. Gucke nochmal an, wie hier mein Mate gestorben ist. By the way, den Shot hat er komplett verkackt. Hier. Direkt runter. Auch hinter der Kante so ein bisschen hochgeschossen im Prinzip. Das zu treffen, weil sich allzu leicht. Sein Mate auch typisch komplett kacke. Jetzt die nächsten Gegner. Immer noch hier an der Stelle. Sniped jetzt nicht. Nichts Besonderes. Und dann kommt das. Auf einmal headshottet der einen einfach losscope. Natürlich trifft das First Try. Wenn man hackt und der Schuss oder so drauf ist. Da dachten wir uns schon so ziemlich verdächtig.
Nächste Situation hat natürlich nicerweise die Tag MP dabei. So, erstmal auch instant wieder Headshot. Instant. Auch wieder hochspringen direkt drauf. Da trifft er einfach alles. Da kann mir keiner etwas erzählen. Etwas weiter dann noch. Da geht er hier natürlich rum. Dies, das. Erstmal nichts Spezielles. Fliegen die hier ein bisschen herum. Bisher nichts wirklich Spezielles. Hier, nächste Situation. Ich kann noch ein ganz kleines bisschen zurück machen. Jetzt sitzt er nämlich im Roboter. Roboter. Und jetzt springt er hier hoch. Er sitzt unten und fährt. Er landet mitten drauf und kann einfach die Wand hochgehen. Wie man sieht, der glitscht richtig da drin. So, wenn wir uns das hier nochmal angucken und dann auf Drohne freigehen, sieht man, der glitscht wirklich einmal komplett hier in der Wand drin. So, was normalerweise nicht möglich ist. An der Stelle kann man, glaube ich, nicht stehen. So. Allerdings kann man sagen, vielleicht hat er sich da nur geglitscht. Klar war das davor schon ein bisschen ziemlich strange. Ja. Ist jetzt immer die Frage. So, dann mäht natürlich im Roboter, damit sie eben halt auch nochmal safer sind. Geht da unten schon drauf. So ein bisschen, ja, das Normale. Mate ist immer komplett kacke. Ja, eigentlich nichts Spezielles. Machen ja immer den Roboter. Ist eine Action. Kann man ja jetzt auch nicht von Skill sprechen. Sein Mate, wie gesagt, komplett lost. Also wirklich dieses richtig loste. Werden abgeschossen, kümmern sich gar nicht darum. Gehen natürlich direkt wieder mit dem Roboter drauf. Sein Mate hat auch gar keinen Plan, was hier abläuft. Und die schimmeln einfach nur um den Roboter herum. So, allerdings ist das ja weiter nichts Interessantes, wenn die dort ein bisschen Roboter rumschimmeln. Kann jeder. Nächste Gegner, jetzt allerdings mal ohne Roboter. Er ballert einfach allein schon den Roboter ab. Warum auch immer er das macht. Und jetzt sehen wir Quickscope instant wieder drauf. Ohne Blumen. Normalerweise wäre da jetzt, glaube ich, etwas Blumen bei gewesen. Aber natürlich ist der Schuss wieder instant drauf. So, jetzt hat er, glaube ich, versucht, ein bisschen zu no-scopen. Wie man sieht, auf einmal trifft er alles einfach wieder. Headshot, Headshot, Headshot. Wie soll es denn auch sonst sein? Tötet sich jetzt hier ein bisschen ein. Und wie man sieht, wirklich viele Leben hat er nicht mehr. Hat kein Heal dabei. Weil ich jemals dachte, Digga, ich bin unbesiegbar. Niemand kann mich hier bekommen. Und dann auch wieder 36er und 72er. Sie haben trotzdem verkackt. Er mit 9 Kills, der Mate mit 5 Kills. Obwohl, also, natürlich hat er gehackt, weshalb er die 9 Kills hat. Der Mate hat die 5 Kills, glaube ich, auch nur durch den Roboter bekommen. Ziemlich unfair, die Leute. Ist wahrscheinlich, also er wirkte gar nicht so schlecht. Trotzdem, warum muss denn da hacken? Warum muss denn an solchen Stellen einfach hacken? Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Hacker in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr noch die weiteren Videos schaut. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.